So, versuchen wir das Ganze nochmal. Kein Schaden ist schon mal sehr, sehr gut. Aber das habe ich auch nicht vergessen. Aua! Oh, Moment. Bin ich... Muss ich nur den Seestern angreifen? Kann das sein? Bin ich deswegen so scheiße? Oh, hätte jetzt zugeschlagen, wäre ich sehr, sehr böse geworden, tatsächlich. Was bin ich eigentlich? Muss ich nur den treffen? Muss ich nur den treffen? Kann das sein? Wieso? Verstehe nicht, was ich treffen muss. Okay, also ich muss nicht den Seestern treffen. Scheißversuch gewesen. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Schon wieder nicht schon auf Elektro geschalten, das war... Au! Au, jetzt! Ach, Scheiße. Nein! Nein. Ach, das ist doch Bullshit. Ist doch jetzt schon wieder scheiße alles. Schon wieder. Ja. Ich habe aber diesmal irgendwie sehr viel mehr Schaden angerichtet in einem Versuch. Das war jetzt fast die Hälfte. Nicht selber ins Wasser laufen. Hey, Kollege, man muss ja niemanden anspringen.
Warum? Nein, 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 ach, ich bin doch selber reingesprungen, Idiot. Nein, nein. Weißt du, wie hart du mir auf den Sack gehst? Das ist unfassbar. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh! Meine Güte, hat das jetzt etwas 5-6 Versuche gedauert? 5.500 Credits, das ist ja nix. Immer noch nicht den 88er Durchschnitt, aber okay. Okay, Synopsis, was haben wir denn? Trophäen. Finde den Radiantschlüssel. Ah, okay. So. Aha, das wird wahrscheinlich der auf der anderen Seite sein. Hier? Ah, hier. Schockelement. Ja, okay, gut. Ne, Botanic Monster Fiebel. Was haben wir denn hier so bossmäßig? Ja, der. Eine Erfahrung gibt's. Blobus Maximus Prallus. Jawohl. Eis wäre auch noch gut gewesen. Jetzt halt am Ende mit dem Eis zu bekämpfen. Da. Teleportation. Hoch! Scheiße, wir sind letzter! Nein! 26 Versuche. Oh, sieh mal. Das ist Lea, die auf uns warten wollte. Du hast wohl eher uns warten lassen. Naja, es war schon knapp. So lange mussten wir gar nicht warten. Verdient mir nicht den Spaß. Ehrlich gesagt bin ich diesmal nur Zweiter geworden. Tony war Erster. Tja, ich glaube, Wasser ist wohl irgendwie mein Element. Und du hast dich dabei nicht einmal über den Wassertod beschwert. Dann lass uns mal zum Weltraumvogel gehen. Ich werde jetzt jedes französische Wort ignorieren. Hallo, hallo Vogel, hallo, oh, alter Mann. Wasser steigt zum Himmel auf, fällt auf die Erde, fließt in das Meer. Ein ewiger Kreislauf, der die opulenten Flora dieser Welt in lebendiger Farben taucht. Trotz des Drucks tieferer Gewässer hast du Beharrlichkeit bewiesen.
Durch blitzschnelle Übertragung hast du dir deinen Weg entlang fließender Hürden geebnet. Du, der Reisende, der Gesandte des Wandels, du hast dich als würdig erwiesen. Nimm diese Form, eine von zweien, um zu großen Baum zu gelangen. Oh, Baum. Baum, Baum, Baum. Azurtropfen vom Aha, natürlich. Möge jeder deiner Schritte den Pfad deines Wachstums ebnen. Aber hey, ich habe nur 11 Minuten gebraucht. Gratulation, Sieger. Du hast hier Azurtropfenform erhalten. Eine von zwei Formen, die dir Zugang zum großen Kryskaio gewähren. Nimm dies als Anerkennung für deinen Verdienst entgegen. Zirkus Resetter schon wieder. Füge und bleib wachsam. Wie viel davon habe ich jetzt eigentlich schon? Ich habe es bisher nie gebraucht. Und fertig. Ein Dungeon erledigt. Bleiben noch zwei. Na dann, gehen wir. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, hier noch länger zu bleiben. Ja, dieser permanente Ring ist nicht gerade angenehm, oder? Dreimal schon. Schleimtropfen. Let's a go, big to the. Da werden wir wieder. Also sollen wir noch einen Dungeon machen? Nun ja, es ist schon ein bisschen spät, oder? Ich muss heute leider früher Schluss machen. Ach, ich auch. Da will jetzt kein Dungeon mehr dazwischen passen. Oh, wisst ihr was? Bevor wir uns ausloggen, sollten wir beim Hauptquartier vorbeischauen und Lynn und den anderen Hallo sagen, damit sie wissen, dass Lea wieder da ist. Ah, gute Idee. Machen wir uns am besten gleich auf den Weg. Ich weiß nämlich nicht, wie lange sie noch online sind. Ich war doch hier, erste. War das hier? Erste Gelehrte, war das da? Zugriff verweigert. Nein, Zutritt verweigert. Hello? Somebody there? Niemand hier? Sind wahrscheinlich oben. Hallo miteinander. Seht mal, wer wieder da ist. Ja, Liebes. Ich freue mich, dich nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Unsere kleine Äußerstin ist zurück. Hi. Willkommen zurück. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Du warst so lange weg. Sorry. Liebes, was genau ist eigentlich passiert? Naja, was genau passiert ist, ist schwer zu sagen. Aber eins ist klar, nichts davon war Leas Absicht. Natürlich nicht, daran gab es doch nie einen Zweifel. Ja, den gab es wohl wirklich nicht. Ich war einfach nur bockig. Tut mir leid, Lea. Ist schon in Ordnung, Emily. Wir waren doch alle ziemlich enttäuscht wegen des Raids. Aber ich bin sicher, dass es bald wieder eine neue Gelegenheit geben wird. Tja, das ist ja alles schön und gut, aber eine Frage hätte ich da doch noch. Was ist mit der Umarmung von Lukas? Oh, hey, es war ein Witz, nur ein Witz. Warum ist es so wichtig? Vielleicht umarmt sie einfach nur gerne Leute. Es kam aber schon aus heiterem Himmel. Oh Mann, das hätte ich gerne gesehen. Ich würde lieber mal wissen, wie das Ganze überhaupt möglich war. Lea war online, konnte aber nicht kontaktiert werden. Vor allem über so eine lange Zeit. Ja, das ist tatsächlich seltsam. Weißt du was? Du solltest mit Ivan darüber reden. Nein, so funktioniert das nicht. Warum sollte er sich um solche Einzelfälle kümmern? Die haben alle Spiele. Für das große Ganze macht das keinen Unterschied. Alle Spiele? Okay. Ja, solange der Rubel rollt, ist der feine Herr Aktionär glücklich. Nur damit du es weißt, genau deswegen stelle ich ihn dir nicht vor. Also entschuldigt, aber ich muss mich jetzt ausloggen. Ich bin morgen wieder da, damit wir mit unserem Rennen weitermachen können. Ui, ich auch. Verdammt! Wir sehen uns dann morgen. Ein Aktionär namens Ivan? Wen hat er damit gemeint? Sorry? Hä? Bye. Oh, ja natürlich, bis morgen dir. Namens Ivan. Oh Gott. Namen. Schrecklich. Oh, wieder Erinnerung.
Guten Tag dir. Endlich lernen wir uns einmal persönlich kennen. Geoffen, sei bitte vorsichtig, wenn du mit Manifestationen von Instant Materie interagierst. Die Risiken sollten zwar gering sein, dennoch können Unfälle passieren. Das musst du mir nicht sagen. Muss aufregend sein, die Welt zu besuchen, die du mitgestaltet hast. Die Sinnesübertragung des Crossgear ist äußerst akkurat, aber es ist immer noch nicht das Wahre. Möglich. Trotzdem, ich mache mir Sorgen um dich. Bist du sicher, dass du alleine klarkommst? Das muss ich wohl. Es war Teil der Abmachung, nicht wahr? Ich hätte niemals erwartet, dass das passiert. Oder dass man von mir verlangen würde, solche Dinge zu tun. Das ist kein Game Design mehr. Das ist nicht die richtige Erfahrung. Das ist falsch. Es tut mir leid. Ich darf dir nicht mehr erzählen. Oh. Guten Morgen, Lea. Konntest du dich an etwas... Warte. Oh, du hast dich also an etwas erinnert. An einen Ort? An eine Person? Verstehe. Lass uns diesmal versuchen, sie anhand einer Nummer zu bestimmen. Satoshi, Shizuka, Gotham. Für ihr noch jemand. Gotham? Was hast du genau gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, wo Satoshi sein könnte? Was wäre noch wichtig? Irgendwas Besonderes, was Gotham betrifft? Da fällt mir ein, da gab es etwas, was mich verblüfft hat, als wir ihn in der Vermi... Oh Gott, ich hasse diesen Namen. Vermilon-Einöde sahen. Gotham, er sah nicht aus wie ein Avatar. Er sah genau so aus, wie ich mich an ihm aus dem Real Life erinnere. Oh, ist es das, was du gesehen hast? Ist Gotham tatsächlich kein Avatar? Er ist selbst hier auf dem Spielplatz? Das ist doch Wahnsinn. Aus welchem Grund sollte er überhaupt hier sein? Hallo, Lea. Guten Morgen. Endlich bist du online. Tony und ich haben auf dich gewartet. Wir wollen doch mit unserem Rennen weitermachen. Super. Heute habe ich alle Zeit der Welt. Vielleicht schaffen wir heute sogar noch den großen Dingster Dungeon. Vielleicht. Mal sehen. Also dann, Party machen und weitermachen. Tja, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Nicht mehr lange und wir sind am Saphirgarten. Nein, Saphirgrad. Oh Gott. Stalingrad. Leningrad. So. Guten Tag. I think I just make a big oopsie. I just did again a big oopsie. Habe ich gerade verkackt? Sind die noch in... Habe ich gerade eventuell ein bisschen verkackt? Ne, nach unten bin ich doch schon gegangen, oder? Also sie tatsächlich schon. Yeah. Oh Gott! Das ist sie wohl schon drüben! Andale, andale. Ah, oh.